So, und damit willkommen zurück bei Morrowind und dem Orden der Ehre. Wir sind im Haus der Ritter. Die... genau. Sag mal. Der sieht aber auch nicht mehr so fit aus eigentlich, ne? Der gute Alte. Heute ist euer Glückstag. Ach, das ist der Klonzeret. Natürlich. Das heißt, wir haben zwei Chefs hier. Gut, jetzt haben wir aber auf jeden Fall eine Aufgabe bekommen. Nee, haben wir nicht. Es ging um den adamantinen Windgesang hier. Ihr habt mich bei guter Laune erwischt. Sprecht ruhig. Im Orden der Ehre. Habt ihr Rubius Enkam die Kaiserliche Proklamation gebracht? Sehr wohl, aber wir hatten noch eine, genau, den adamantinen Windgesang. Ihr hörtet davon? Nein, das wundert mich, da es doch ein uralter Schatz des Kaiserreichs ist. Der adamantine Windgesang ist ein Turmschild aus Adamant, der mit einem mächtigen Schutzzauber belegt wurde. Lange lag der Schild in der rechtmäßigen Hand des Kaiserreichs, bis ein paar gewöhnliche Diebe den Schild während eines notwendigen Transports stahlen. Sie hatten leichtes Spiel, da die Wachen nur sehr schlecht ausgerüstet waren. Es ist sehr wichtig, dass das Schild wieder in unsere Hände gelangt. Und hier kommt ihr ins Spiel, natürlich. Eure Aufgabe wird es sein, die Diebe zu finden und ihnen den adamantinen Windgesang wieder zu entreißen. Leider kann ich euch nur einen Hinweis geben. Vor ein paar Tagen hörte ich in der hiesigen Taverne den Namen Osolfin im Zusammenhang mit dem Windgesang fallen. Das ist alles. Nun geht und bringt uns den Schild. Gut, dann wollen wir uns dann einfach mal umschauen und hoffen, dass wir die Informationen bekommen. So, das heißt, wir müssen nach Shanks Hütte. Na, bitte mal den Bereich laden, das wäre ganz wundervoll. Ja, und wenn man den Rechner jetzt hört, dann liegt es daran, dass ich ihn gereinigt habe. Denn es ist ja meistens so, man macht was sauber, danach läuft es schlechter als vorher. Was geht es? Ja, ja. Naja, die ganze Zeit war er still und jetzt zur Aufnahme hat er gedacht, ich drehe mal wieder voll am Rad. Beziehungsweise die Grafikkarte. Ich glaube, da muss ich mal einen neuen Kühler drauf schrauben, weil die so ganz leichte Probleme macht. Die Kühler? Denn das Lauteste im Rechner ist wirklich dieser dümmliche... Naja, Grafikkarte ist nicht die jüngste. Aber dass die hier hohl dreht, bei diesem quasi Kinderspiel, das dürfte eigentlich kein Problem geben. Crysis läuft ja auch vernünftig. Naja. Shanks Hütte. Wir schauen einfach mal rein. Denn es gilt ja eine Burg zu erobern, bzw. zu bekommen. So, guten Tag. Adamantiner Windgesang. Osolfin erzählte neulich davon. Er sagte, dass er den Schild angeblich gefunden hätte. Also wenn ihr mich fragt, hat dieser ehrlose Waldelf nicht mal alle Tassen im Schrank. Ihr sucht ihn? Oh, das könnte schwierig werden. Ich meine ihn zu finden. Wartet, ich glaube, er erwähnte, dass er wegen dringender Geschäfte nach Gnisses oder Gnisses wollte. Der Schild, den Kaiser Uriel Septim der Siebte persönlich in die Schlacht trug. Das war vor langer Zeit. Gut, dann lassen wir uns nicht weiter aufhalten. Von dümmlichem Geschwätz. Aber was mir in der Aufnahme beim Sichten der letzten Aufnahme auffiel, war... Hier war ein Buch. Geheimnis um Talara. Und man hat's gesehen, das Buch hat 65 Mark gekostet. Das sieht irgendwie leicht englisch aus. Let's start with everything, replied Lord Strahl with perfect patience. Warum hat sie englische Bücher? Oh Gott, hoffentlich habe ich jetzt keine Mod installiert und dann alles auf Englisch geändert. Das wäre schlecht. Dann müsste ich vielleicht mal die Reihenfolge ändern, falls die Preisänderungen auch die... Ja, das kann ich eigentlich nicht machen. Ja, vielleicht sollte ich mal eine Bibliothek aufsuchen und das Ganze überprüfen, weil wenn ich jetzt ständig auf englische Bücher stoße, das wäre natürlich eher uncool. Das hier ist nämlich die deutsche Version und nicht die englische Version. Ganz genau. So, ja, das können wir ja Spaß haben, mal überprüfen. Wir gehen einfach mal irgendwo in eine Hütte. Surane Leorianes Haus. Die Türen der Geister. Verdammte Axt, das Ding ist auf Englisch. Oh, das muss an dieser
an dieser Preismod liegen, die ich am Schluss nochmal installiert habe. Neuland, Eroberung, Besiedlung. Ne, die ist wieder auf Deutsch. Was? Ahnen, das ist auch auf Deutsch. Ich dachte, das Gesicht wäre mir bekannt. Ja, ich dachte auch. Wer bist du? Ah, Mitglied der Klingen. Auch ich bin eine Klinge und wie ihr Kaios unterstellt. Ihr könnt mein Bett benutzen, wenn ihr ruhen müsst, aber bitte lasst meine persönlichen Sachen liegen. Ja, läuft bei mir aus. Gut, also klauen dürfen wir nichts. Ja, super, jetzt ist das nächste Mod, die Hälfte der Bücher vernichtet. Ah, Kessel. Kochen, richtig. Haben wir auch schon seit geraumer Zeit nicht mehr gemacht. Bittergrün wird jetzt mal fleißig gekocht. Ihr habt das Bittergrün nicht gründlich genug überwacht. Ihr habt keins, gut. Aschkartoffelpüree. Könnte man eigentlich mal wieder den Zauber einsetzen, den leichte Regeneration. Regeneration leicht. Komm schon. Und bald. So ist es. Aschkartoffelpüree. Trotzdem muss man aufpassen. Ihr habt nicht benötigten Aschkartoffeln. Sumpfkraut, Rattenfleisch. Ihr habt kein benötigtes Rattenfleisch. Quarmeier haben wir auch nicht. Sporen haben wir. Achso, brauchen wir. Aber haben wir wahrscheinlich sowieso nicht. Ihr habt die Dramawurzel fertig gekocht. Ihr habt nicht die benötigten alles Mögliche. Jetzt haben wir doch die ganze Zeit diese dümmlichen Flaschen dabei gehabt und haben sie nicht benutzt. Und jetzt brauchen wir sie, oder wie? Sehr schlecht. Sehr schlecht. Ja, da muss ich, glaube ich, wirklich... Wie mache ich das dann? Ich glaube, ich schmeiße sie einfach wieder raus. Wenn es das nächste Mal wirklich unangenehm auffallen sollte... Wobei, wir sollten jetzt eigentlich ohnehin auf die... Wieso ist die gelblich und die anderen weißlich? Oder rötlich und das andere gelblich? Gut, ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Wir wollten nach... Genesis. Richtig, das machen wir am besten gleich. Ich werde beobachtet. Ich spüre es. Ja, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, wer dich beobachtet. So, Genesis. Wo ist es? Da ist es. Nach Genesis. Bitte und... Tschüss. Ladebereich. So, wir wollten... Tag. Raven. Wer nennt denn sein Kind Raven? Rabenschwarz? Naja. Hier. Madachs Handelshaus. Dann erfragen wir uns einfach mal... Oder suchen nach Usalfin. Der ist ja in Genesis oder Genesis. Ja. Ja. Adam und Dieter Windgesang. Ich hörte Zeba Benemamat darüber sprechen. Und das nicht gerade leise. Tja, so sind die Leute, wenn sie saufen. Ihr dürft sprechen. Zeba, wo ist... Ich warte. Ja, ja. Wo ist der Zeba? Ich werde euch sprechen, aber fasst euch kurz. Olam. Da unten dürfte... War noch einer sein? Dieb oder sowas? Von anderen gerufen. Wieder Fragen stellt. Was tut ihr? Okay, Adamantina Windgesang. Okay, Zeba Benamamat. Zeba, Zeba, Zeba. Hm. Gut, dann wollen wir doch mal schauen, ob es hier irgendwen gibt, der... Okay, das ist ein Legionär. Der wird willkommen Zeba heißen. Hm. Ich meine, hier unten ist eher... Ihr dürft sprechen. Ja, das ist, glaube ich, kaiserliche Legion. Ich werde euch zuhören, aber fasst euch kurz. Ja, gut. Ja, ich glaube, kommen das Orks Zeba heißen. Ja? Ja, der Darius. Dem gehört auch die Festung hier in Genesis. Ja? Ja. Schauen wir uns mal... Alter, oben waren wir. Okay. Wenn sie nicht in der Taverne sind, das ist eine Kaserne. Da ist diese Festung. Ja. Ja. Ach Gottchen. Zeba. Zeba, wie hieß der? Irgendwas mit Bene... Bene Gesserit oder so? Shishara. Worum geht es? Ich suche jemanden. Bist du Zeba? Wünscht ihr etwas? Hentus. Mann, Ilus. Schande.
Gut. Dann heißt es jetzt munter Leute abklappern. Hanabi, Zabi, ne, Zeba. Ja, ja. Schulki. Alamo. Ihr dürft sprechen. Bitlave. Zeba. Ihr dürft sprechen. Ja, ja. Und zwar würde ich sprechen über den adamantinen Windgesang. In dieser Angelegenheit kann ich nur mit einem Freund sprechen. Ja, natürlich kannst du das nur mit... Dann schau mal bitte hier in das Licht hinein. Speichern wir ein bisschen ab, falls das versauern, können wir das Ganze nochmal neu laden. Ursulfin. Du weißt doch, wo Ursulfin steckt. Oder etwa nicht? Komm schon. Und zack. Perfekt. Naja, reicht das für einen Freund? Ja, natürlich. Ihr sucht Ursulfin und ihr denkt, weil die Leute davon reden, bin ich derjenige, der weiß, wo er steckt. Doch was? Doch, das ist nicht richtig. Aber ich kann euch vielleicht sagen, wo er möglicherweise zu finden ist. Natürlich nur gegen eine gewisse Entschädigung. Ja, 350, komm. Vielen Dank für diese kleine Spende. Und nun wollt ihr sicher eine Information von mir, nicht wahr? Nun gut, angeblich wollte Ursulfin nach Sadrith Mora. Und nun lasst mich in Ruhe. Okay, das ist jetzt ein bisschen... Hier drüben ist Sadrith Mora, die Telvanni-Stadt mit den ganzen verschnörkelten Häusers, die alle in so komischen Wurzeln und sowas hausen. Aber verzauberungstechnisch sind die ganz vorne mit dabei. Ja, was machen wir jetzt? Wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Ja, jetzt müssen wir das standardmäßige Reisesystem mal anstrengen, anschucken. Ach, einfach herrlich, die Weitsicht. Nein, das hat wirklich... Allein das reicht schon, um dem Ganzen hier wirklich einen ordentlichen Schub zu Warum gehen, verpassen. Wenn ihr auch reiten könnt? Einen brauchbaren Schub von Moderne. So, ich hätte gerne einmal die Reise nach... Untenrum oder obenrum? Was ist da sinniger? Wir könnten natürlich auch nach Vivek und von dort oder wie heißt es, Berg... Schwachsinn. Ebenherz können wir auch... Ach, wir fahren jetzt einfach mal nach oben. Wir fahren über Kuhl, über den Norden, Dagon Fehl und dann nach da unten. Das wird ja wohl. Wir das wird ja wohl funktionieren. Einen besonderen Ausflug zum gleichen niedrigen Preis an. Ach was. Wie sind die Preise denn alle unterschiedlich? Ja. Verlogen bis ins Mark, diese Dunkelelfen. Aber man kennt sie ja nicht anders. Gut. Dann wollen wir mal schauen, was die Schiffchen am Hafen zu melden haben. Guten Tag. Bist du auch aus wie ein Händler? Nein. Ist das ein Adamant-Helm? Teile Ebenerz. Keine Worte für dich. Ja, das sieht schick aus. Aber man sieht's, auch er, aufgrund der Füßchen... Die Miezekatze kann leider keine Schuhe tragen, aber wenigstens kann die einen Helm tragen. Das ist ja. Ist ja hochgradig rassistisch. Naja. Vielleicht sind wir einfach helmophob. Aber ich glaube, ich lasse einfach den Schwachsinn sein. Gut, wir wollen die Reise weiter nach. Die haben alle so schicke Friesen, ne? Was sagt ihr? Schicke Friesen. Was ist mit dir passiert? Meine Zeit ist kostbar. Fasst euch also kurz. Ins Make-up gefallen. Oder ins Mehl. Sie ist bemehlt. Dagon Fehl, genau. Oder Fell oder was auch immer. Ich hoffe mal, dass er nicht abschmiert bei diesem ganzen Lade. Bei dieser ganzen Laderei. Ach, herrlich. Habt ihr Elfen gesehen? Reisen nach Sadrith Mora. Zack. Und für Läpsche, was? 200 Draken sind wir jetzt, endlich am Ziel angekommen. Oder 150. 9 Uhr morgens. Ja, da sieht man es auch schon. Diese pilzartigen, pflanzenähnlichen Auswüchse, die sie als Gebäude bezeichnen. Aber... Ach, da hinten, genau. Hier jetzt über diese komischen Inselchen. Auf den größeren zumindest. Die Tell irgendwas. Tell Arun, Tell... Was weiß ich. Wilhelm, Tell. Die hat es hier...
zur Genüge. Und Sarath Mora ist das größte mit der Wolfenhalle. Ja, alles ein bisschen trister. Und vor allem hier ist es unglaublich nervig, wenn man die Klippenläufer nicht auf Nicht-Aggro stellt. Denn das ist die Wolfenhalle. Die kaiserliche Festung. Denn das kann ganz schön nervig werden, wenn man ständig irgendwo im Wasser paddelt, unter Wasser angegriffen wird, dann von Land vielleicht noch von irgendwelchen Viechern und dann aus der Luft noch angegriffen wird. Also das ist ein wirklicher, fast schon 3-Fronten-Krieg, den man da führen darf, wenn man da einfach nur mal geschwind von A nach B möchte. Hm. Ja, die schönen Langbötchen. So, guten Tag. Telvanni-Wache. Ja, man sieht schon, die sehen ein bisschen anders aus. Vor allem auch mit den schicken Oktopoden-Helmen. Erinnert so leicht an, wie heißt er noch? Lovecraft. So, guten Tag. Lass mal überlegen. Wir suchen nach was? Wir suchen nach Osalfin. Molvara Paleius. Aha. Adamantiner Windgesang. Sicher sucht ihr Osalfin. Er versteckt sich oft in der Taverne zur dreckigen Muriel. Oh, es kann sein, dass ich da gar nicht reinkomme. Fällt mir da gerade mal so auf. Das muss ich jetzt mal testen. Denn ich meine, hier sei so ganz leicht... Och, Leute. Kriege ich doch den... das Berglein hoch? Dann eben nicht. Ich meine, das Zentralgebäude ist nicht zugänglich, weil da irgendein Mod was zerschossen hat. Und die... die Tür teleportiert ja nicht ins Innere, sondern die fehlt irgendwie. Oder ist einfach nur Tür, aber nicht Durchgang. Ein Audi. Was heißt Audi? Ne, Audio wäre... Audio, ich höre, oder? Audio, ich höre? Und Audi? Hm. Audieres hören? Ach, was weiß ich. Wurscht. Wir wollen zur... Taverne. Guten Tag. Aber wir wollen, wenn wir schon mal hier sind, würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall auch mal bei einem Händler vorbei und schauen uns hier mal um, ob die nicht was Feines für uns haben. Denn verzauberte Waffen und Rüstungsteile oder auch Schmuck ist natürlich sehr gerne gesehen. Und ja. Zur dreckigen Muriel. Brissinia? Nein, wir suchen Osalfin. Das ist bestimmt... Osalfin klingt nach Nord. Na Quatsch, nach Waldelf. Also irgendwie wollen die heute alle nicht so richtig mit uns reden. Ich hoffe, es ist wirklich wichtig. Es ist unglaublich wichtig. Und zwar, es geht um den Adamantin Windgesang. Richtig. Ich weiß nichts über den. Was? Ich habe nie davon gehört. Dann muss es sein. Oh, 90. Die sind aber sehr leicht zu beeindrucken. Die Wildelfen, ja, die Waldelfen. Ja, der ist mir bekannt. Nun ja, ihr scheint mir ein vertrauenswürdiger Mann zu sein. Ich werde euch sagen, was ich weiß. Vor ein paar Wochen spazierte ich frohen Mutes an den Küsten nördlich von Telvos. Ich genoss das wundervolle Wetter und die klare Luft. Ich war aber noch aus einem anderen Grund dort. Ihr müsst wissen, dass ich Geschäfte mit den Aschländern pflege. Jedenfalls hatte ich einen Tipp bekommen, dass es nördlich von Telvos Interessenten geben sollte. Wir hatten einen geeigneten Platz, als Treffpunkt ausgemacht. Sie trafen als große Gruppe ein, 10 Leute etwa. Dann führten sie mich zu ihrem Versteck. Es war mit viel Beute angefüllt. Mindestens genauso viele Leute waren da wie Beute, die das Ganze bewachten. Sie führten mich zu ihrem Anführer, einem Aschländer natürlich, ja natürlich. Und da sah ich ihn das erste Mal. Er hielt den adamantinen Windgesang in seiner linken Hand und er glänzte wie nichts anderes, das ich jemals zuvor gesehen hatte. Jedoch traute ich mich nicht, den Schild zu erwähnen. Man weiß ja nie, ob diese Aschländer das missverstehen würden. Jedenfalls haben wir danach den geplanten Handel abgeschlossen und ich durfte wieder gehen. Zuvor aber verpflichteten sie mir noch bei, dass ich diesen Platz niemandem verraten oder gar zeigen dürfte. Wieso haben sie sich beigepflichtet? Ja, also wenn man sich halt wenig...
Egal. Sonst würde ich eines Tages mit ausgeweitetem Bauch aufwachen. Ja. Sie haben ihm versichert. Oder so. Was ist denn da sinniger? Sie haben ihn eingebläut. Sie haben ihn klar gemacht, aber nicht versichert. Egal. Wir suchen nach... Verdammt, jetzt habe ich nicht zugehört. Als ich Josephine endlich gefunden hatte, erzählte er mir von einer Begegnung mit Schmugglern, deren Versteck irgendwo auf Warnfell nördlich von Telvos zu finden sei. Diese Schmuggler haben angeblich den adamantinen Windgesang in ihrer Gewalt. Naja, in ihrer Gewalt haben sie den Schild vielleicht nicht unbedingt. Jetzt ist nur die Frage, wo ist Telvos? Wir könnten ja spaßhalber mal runter zum Schiffchen gehen und gucken, ob die uns etwas als Reiseziel anbieten. Ansonsten wird es natürlich noch anbieten, mal bei den Händlern vorbeizuschauen, so wie auch hier. Das sieht doch nach einem Händlerschild aus. Krankmischerin. Meine Geduld hat ihre Grenzen. Ist ja gut. Ja, Pirlette Rostarard. Willkommen in unserer schönen Stadt, knackt den Bunker. Woher kennt sie mich? Wenn ihr neu in Sardaufmoor seid, bin ich mir sicher, dass euch viel verwirren wird. Habt ihr irgendwelche Fragen? Ja, einen bestimmten Ort suche ich. Telmora oder Dagonfel. Von den Docks gehen Schiffe nach Ebenerz, Telbranora, Telmora. Verdammt, Telvos ist wo? Ja, wo ist es? Wir handeln ein... Wieso sind die Tränke wieder... Oh Mann, ich glaube, ich habe irgendwas zerschossen mit den Mods, die ich reingeladen habe. Jetzt sind die Grafiken wieder Standard. Ach du Scheiße. Ja, ich würde sagen, das wird mal ein kürzerer Part. Das werde ich gleich wieder umändern. Denn das ist ja so nicht wirklich gedacht. Ja, was hatten die? Schrott. Aber wir können mal unsere Dings verkaufen. Unsere... Wie bitte? 10 Münzen? Ach, unser Perlentauchen lohnt auch nicht mehr. Ja, das ist natürlich supi. Jetzt sind die nur noch ein Drittel wert. Nicht mal ein Drittel wert. Ja, dann ist unsere Karriere als Perlentaucher somit beendet. Naja, also dass die Werte allesamt so ein bisschen runtergesetzt sind. Ja, wahrscheinlich ist der Einkauf auch günstiger, nehme ich mal an. Ja, richtig. Aber wieso führt die keine super teuren Tränke? Wie sind alles gleich Gewicht? Also irgendwas habe ich hier... Irgendwas habe ich hier ein bisschen... kaputt gemacht, habe ich so das Gefühl. Die Mod hat mehr verändert als einfach nur die... Ja, die hat mehr als nur die Preise runtergesetzt, beziehungsweise verändert. Ja, die sind normalerweise Treuwachs kostet 50. Das haben sie alles runtergesetzt, dass alles billiger ist. Wie finde ich das? Aber dass die Grafiken hat es dadurch natürlich dann auch wieder überschrieben. Das heißt, das müsste ich vor allem anderen in der Reihenfolge laden, nehme ich einfach mal ganz stark an. Ja. Weil der Rechner so rödelt, muss ich auf jeden Fall mal gucken, ob der Sound wieder Probleme macht. Das Knistern der vorherigen Videos lag nämlich an. Leider. Den Erschütterungen durch den, ja, wahrscheinlich ist das ein Lagerschaden am Ventilator der Grafikkarte, deswegen. Naja. Im Eisenhelm können wir es jetzt auch wieder testen, aber die hat keine mehr. Und auch hier die Preise, waren die so schwer? Ich glaube, die haben wirklich alles über Bord geworfen, was es an Änderungen gab. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Nun? Ja, ich werde gleich nochmal testen, ob die... Ja, ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach mal in Sardreth Mora ein paar Meter rum. Und dann werde ich das Ganze mal irgendwie in einem Gebäude speichern und dann werde ich die Mods wieder umdrehen, weil wenn man das draußen macht, kann es zu Problemen führen. Wenn man das irgendwo innen drin macht, ich hoffe, es ist wirklich wichtig, läuft das wesentlich besser von der Hand. Magie verzaubern. Ja, brauchen wir es nicht so sehr. Aber hier gibt es leckere Sklaven zu kaufen. Ach ja, vielleicht ist das auch der Grund, warum sie uns nicht so mögen, weil Sklaven, die Tierrassen werden
Eher versklavt? Nicht aber die Rotwardone. Sehr merkwürdig. Who's there? Wie bitte? Möchtet ihr etwas? Wieso hat er mich jetzt auf Englisch angesprochen? Dragon Scale. Mittlere Rüstung, 30er Rüstungswert. Ich würde sagen. Dragon Scale. Pauldron ist das. Müsste die Schulterplatte sein, ne? Pauldron müsste Schulterplatte sein. Knochenschiene links. Knochen halt. Pauldron, Schulterplatte. Schulterplatte links. Left Pauldron. Ich hoffe, das reicht. Das ist richtig. Ja, gibt's einen leckeren Austausch. Ansonsten. Oh, hat der Dwemer. Dwemerische Münzen. Ne, hat er nicht. Das müssen wir nämlich auch nochmal irgendwann machen. Da haben wir noch ein kleines Aufträglein. Wir gucken, ob es funktioniert. Und es tut's. Sehr schick. Beeilt euch. Ja, ich könnte ja mit den anderen mal reden, wenn ich jetzt schon mal hier bin. Wenn wir schon im Hafen stehen. Aber so ein richtig schöner Verzauberer, das hier ist ja eher der Marktstand, also eher Müll. Ach, das. Ja, man erkennt es halt, das sind die Originaltexturen. Da muss man halt wirklich den Text lesen. Und vorher hatte man die schönen Symbole, da konnte man erkennen, was es ist. Auf einen Blick, das war wirklich angenehm. Guten Tag an Ruinen. Ja. Schalk. Oh. Ein Schalk-Chitin. Ist das ein. Es ist mittlere Rüstung. Kann dann vielleicht die Schalk-Panzerrüstung. Ist es vielleicht auch mittlere Rüstung? Kann das sein? Mittlere Rüstung, ja, ist nicht so besonders. Vielleicht sind die erst gut, wenn man sie. Naja. Maßschneidern lässt. Das sieht auch wieder nach einem Laden aus. Fahrers Loch in der Wand. Oder ist das nur eine. Oh, ne, das sieht nach Taverne aus. Hallo, Fahrer. Handeln. Ja, gut. Das ist lediglich eine Taverne. Da wollen wir natürlich nicht hin. Aber hier haben wir ein weiteres Häuschen. Das sieht alles aus wie so Pilzhäuser. Quasi hier Schrumpfhausen auf Stelzen. Alchemistin. Ja. Ja, ist gut. So, wer ist hier der Chef? Ausbildung, du nicht. Du bestimmt auch nicht. Magie verzaubern, haben die hier irgendwie alle. Ja, sehr magisch, dieser Ort. Handeln. Oh Gottchen, schon wieder alles voll. Ja, auch hier, Diamanten kosten normalerweise 2,50. Die kosten 200. Also die gesamten Preise haben sie runtergesetzt. Warum? Ich meine, bevor ich alles runtersetze, kann ich es doch auch einfach so lassen, oder nicht? Angenommen, ich senke alles um. Ja, aber die sind teurer. Exklusiver Genesungstrank. Die Exklusiven sind eigentlich 1,75 gewesen. Gewicht ist auch gleich 360 für einen Frostschild für eine halbe Minute. Ja, die sind gar nicht mal so schlecht. Feuerresistenz 20 Punkte. Wo ist der Unterschied zwischen Resistenz und Schild? Was sind denn das für Preise? Gute Preise, gute Besserung, aber hier bestimmt nicht, oder? Ja, sicher. Zauber absorbieren für 20 eine Minute lang kostet 627. Also die Ressourcen kosten nichts mehr, aber wenn man sie dann zu was Feine macht, dann kriegt man wieder richtig viel Geld dafür. Oder wie darf ich mir das vorstellen? Ja, hier 627. Ja, die Preise sind alle durcheinander geworfen. Würfelt. Ja. Nee, das müssen wir wieder umändern. Der verändert alles und auch überschreibt da die ganzen Sachen. Das machen wir so nicht. Ja, da würde ich sagen, gibt es jetzt einen kleinen. Ach, da war jetzt einfach einen kleinen Schnitt. Wir speichern das ab. Ja. Und dann, nach einer kurzen Sichtung und einem Zurücksetzen der Mods, sieht man sich gleich wieder. Also bis gleich.